Herr Professor Goldke, Sie verantworten den Master of Business Administration im East Asian Management. Welche Ziele verfolgen Sie mit der Ausbildung in diesem Studiengang? Ja, wir wollen mit dem Studiengang grundsätzlich Nachwuchsführungskräfte ansprechen, die eben genau an dieser Schnittstelle zwischen den asiatischen Märkten und Deutschland bzw. Europa eingesetzt werden können, die also genau eigentlich für Unternehmen diese Brückenfunktion nach Asien ausfüllen können und eben auch das Unternehmen erfolgreich machen können. Welche Gründe sprechen denn dafür, jemanden speziell in Asienstudien auszubilden? Wo liegen denn die größten Hürden für Manager, wenn die dann nach Asien gehen? Also der asiatische Kulturkreis ist an sich unserem natürlich extrem fremd, extrem andersartig und Geschäftspraktiken, aber auch der Alltag, alles ist vollkommen anders. Die Sprachen sind natürlich auch anders und sich da erfolgreich zu bewegen ist eben nicht leicht, erfordert eine ganze Menge an Wissen, aber auch an Kompetenzen und genau die versuchen wir halt zu vermitteln. Wenn Unternehmen Mitarbeiter entsenden nach Asien, kann es auch zu Konflikten kommen? Welche Risiken bestehen denn für die Entsendung von Mitarbeitern, die dann nicht ausgebildet sind? Wenn jemand, der nicht entsprechend auf Asien vorbereitet ist, dahin kommt, dann kann das natürlich zunächst mal dazu führen, dass er in sich selbst überfordert fühlt, dass er persönlich in enorme Stresssituationen gerät. Er braucht natürlich relativ lang, um sich selbst einzuarbeiten oder eingearbeitet zu werden. All das sind Risiken und nicht selten passiert es eben auch, dass so eine Auslandsentsendung abgebrochen wird und das bringt enorme Kosten für das Unternehmen. Nicht nur, was eben vielleicht der Gesichtsverlust für das Unternehmen ist, aber eben auch, dass natürlich ein neuer Mitarbeiter geschickt werden muss, dass eine Vakanz da ist für längere Zeit. Das sind alles Dinge, auf die man sich eben einstellen muss und die eigentlich das größte Risiko darstellen für ein Unternehmen.